Ja, also ich finde, jeder muss das Buch lesen. Das ist total toll, spannend. Es gibt natürlich schon ein paar Zielgruppen, denen ich vielleicht dazu raten würde, das nur bei Tageslicht zu lesen, bei strahlendem Sonnenschein. Alle anderen können das auch abends vielleicht mal tun. Generell würde ich sagen, jeder kann es lesen, der einen gesunden Kreislauf und ein starkes Herz hat. Martin Abel hat sich, denke ich, durchaus weiterentwickelt. In den ersten beiden Büchern, vor allem im allerersten, war er also, ich würde sagen, fast durchweg ein Kotzbrocken, muss man so sagen, ganz am Anfang. So wurde er eingeführt. Mit dem kann keiner, er kann mit keinem vor allem. Ein ganz harter Hund, der seine Arbeit macht und was anderes interessiert ihn gar nicht. Man merkt genau, der hat durch seine Arbeit Schäden erlitten, seine Familie hat gelitten, ist ein Einzelgänger, wie er im Buche steht. Das hat sich verändert. Er hat ja inzwischen also im Band 2 bis 3 dann eine Beziehung. Er ist da viel zugänglicher geworden. Er hat durchaus auch seine warmen Seiten entwickelt, würde ich mal sagen. Denkt über eine Familienplanung nach, über eine neue. Also sobald er mit seiner Partnerin zusammen ist, zeigt er sehr gerne seine weiche Seite auch. Wenn er bei der Arbeit ist allerdings, das erlebt man immer wieder, da wird er wieder der knallharte, kühle und manchmal auch unausstehliche Typ, mit dem man sich erstmal arrangieren muss. Das war definitiv der Titel, weil da hat der Verlag und ich, haben der Verlag und ich am längsten rumgemacht. Ich glaube, von den menschlichen Abgründen ist eigentlich jeder Mensch fasziniert. Ich sicherlich auch. Ich denke, jeder Mensch will wissen, warum ein anderer Mensch etwas tut. Und wenn es etwas besonders Frevelhaftes, Verderbliches ist, dann will er das Recht wissen. Warum bringt jemand andere um? Warum quält man jemand anderen? Das sind Fragen, die man gerne beantwortet hätte, wo man aber keine Antwort in der Regel drauf bekommt, zumindest nicht im realen Leben. Und in einem Buch, denke ich, kann man das sehr gut darstellen. Da bekommt man ehrliche Antworten drauf, zumindest in der Welt, die da erschaffen wurde, und kann sich auch mit einem gewissen Sicherheitsabstand damit auch beschäftigen. Es ist ja nicht real, es ist einfach ein Buch, von dem man sich auch ein bisschen distanzieren kann. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde, dass diese seelischen Abgründe auch nicht nur faszinierend sind, die sind auch notwendig, dass ich die schildere. Ich finde das ganz wichtig, dass man auch versteht, warum der Mörder eigentlich das tut, was er da macht. Nur eine kurze Begründung, der Mörder ist mal vom Auto angefahren worden und deshalb hasst der Autofahrer, das ist mir viel zu wenig. Ich finde, man muss die Geschichte des Mörders verstehen, sehr gut verstehen. Der Abel hat in seinem ersten Buch gesagt, Serienmörder werden nicht geboren, die werden gemacht. Also von der Umwelt, von Eltern, Gewalteinwirkung. Und ich glaube, da hat er was sehr Kluges gesagt. Und genau dieses Machen des Serienmörders, das möchte ich euch beschreiben. Nein, hatte kein Vorbild. Ich wollte einfach nur eine möglichst explosive Mischung zusammenstellen. Ich glaube, mit den beiden, die unterschiedlicher kaum sein können, ist es auch ganz gut gelungen. Da fällt mir vor allem ein von Alan Parsons Project, In the Lap of the Gods. Ich weiß nicht, das kennt man wahrscheinlich nicht mehr, das ist glaube ich in den 70er Jahren rausgekommen. Das ist eine richtige Friedhofsmusik. Also da stehen dir die Haare zu Berge, mir auch. Also als Kind, wie man es vielleicht typischerweise hat, nicht. Da hat mich das gar nicht so interessiert, weiß gar nicht wieso. Aber jetzt, seit ich Krimi schreibe, muss ich sagen, ein bisschen mehr mit der tatsächlichen Arbeit vertraut bin, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ja. Bin zu alt, um umzusteigen und deswegen überlasse ich das Ganze den Profis, zumal ich inzwischen auch weiß, dass Polizeiarbeit sehr viel mit Bürokratie, Berichte schreiben und so weiter zu tun hat. Da jammert eigentlich jeder Polizist und von daher, ich schreibe Bücher, die anderen die Berichte. Ja, natürlich haben die eine Chance auf eine ruhigere Phase, die wird sehr kurz sein, würde ich mal behaupten. Weil Band 4 ist in Planung und auch da wird es wieder rund gehen, das kann ich schon versprechen. Von daher sollten Sie jeden Tag genießen, an dem nichts los ist bei Ihnen.